Hallo zusammen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Alma Choice. Und wir spielen Far Cry 3. Ja. Letztes Mal war es ein bisschen langweilig bei der Jagd. Ich habe mich jetzt da per Schnellreisefunktion hier hingegeben, in der Mitte Amanaki im Partydorf. Den richtigen Partydorf und wir machen die Prüfung auf einer Rakete. Habe ich beschlossen. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ihr werdet es nie herausfinden, wenn ich es nicht mache. Also, ich kann Auto fahren. Diese Steuerung. Radio. Kann ich doch bestimmt. Klingt irgendwie merkwürdig. Wie weit bin ich entfernt? Ah ja, passt. Gut. Ich stelle mein Auto jetzt mal mit. So am Weg hin. Und ich beschreite nicht diesen Weg, weil dieser Weg ist ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, was mich oben erwartet, also nehme ich den zu Fuß. Zu Fuß. Zu Fuß. Ah ja, und ich habe mir eine Sturmgewehr besorgt. Mit sehr coole Aufsätze. Was ist da? Steht doch gar nicht. Okay. Gehen. Verstecken deine Bestleistung. Okay, warte mal. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Viele haben diese Prüfung der Rakete teilgenommen. Okay. Gibt sogar eine Rangliste. Krass. Ui, ui. Alle Ubisoftler erreiche 175 Punkte, um. Kann ich mir das auswählen? Nee. Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Okay. Überlebensbüchlein. Vielleicht hilft mir das ja. 3. Reibe die Pflanze an einer empfindlichen Hautstelle an deiner Achselhöhle. Schwillt deine Haut an, wird sie rot, bildet Ausschlag oder explodiert, schmeiß sie weg, die Pflanze, nicht deine Haut. Steht im Büchlein drin. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Alter! Alter! Willst du mich? Komm her. Arsch. Was ist das? Ich muss gar nichts drücken, wie geil! Entschuldigung. Nein,
Matrix! Schlechte Matrix! Wo ist da so eine Kiste? 145? Wieder beim Essen. 4. Verwende deinen Mund und warte 5 Sekunden zwischen den einzelnen Schritten. Halte sie an deine Lippe, dann an den Mundwinkel, an deine Zungenspitze und unter die Zunge. Kaue ein Stück, versichere dich, dass es dabei zu keiner Hautreaktion oder Reizung kommt. Das ist eine Scheißwaffe. Ich sag's ganz ehrlich. Alter, bist du nicht tot? Ah, so machen sie das, wenn man feststeckt. Nach. Ist da noch irgendwo so ein Austausch? Wie? Okay, einmal noch. Alle guten Dinge sind drei. Ach, das geht wirklich nicht. Okay. Wie man ein Feuer mit einer Patronenhülse entfacht. Das war sehr interessant. Entferne das Projektil von der Patronenhülse. Gib etwas Schießpulver auf den Zunder. Okay, das ist auf der Feuerstelle. Stecke ein kleines Stück Stoff in die Patronenhülse und lade die Patrone wie gewohnt durch. Schieße in den Boden. Das Stoffstück wird glühend herausgefeuert. Puste es vorsichtig an, während du es über den Zunder hältst. Ja, dann geht's um. Sind deine Augenbrauen. Alter, ich. Deinen Kopf, ey. Guck, guck.
Wie oft soll ich noch deinen Kopf durchlöchern? Kannst du mir das sagen? Okay, das geht ja doch. Ah, okay. Muss nur ganz richtig gut sehen. Ich halte Kuh. Okay. Nein, ich lasse es, wirklich. Diese Prüfung habe ich beim ersten Mal bestanden. Zweiten, dritten Mal nicht. Naja. Wenigstens habe ich es bestanden. Und ich habe eine schöne Muschel bekommen, also von dem her. Wenn es um das ginge, dann kann ich ja stolz auf mich sein. Bin ich aber irgendwie nicht. Ja, das war unsere Rakiat-Prüfung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe ein bisschen besser mit ein bisschen mehr Können. Und vergiss nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu flanieren irgendwo hin, wo ihr gehen möchtet. Aber kommt's wieder. Und zwar genau hierhin. Bye, bye!